bin 2013 in den Verein gekommen und habe eigentlich gedacht, wer braucht so einen Scheiß? Wer braucht so eine Selbsthilfegruppe oder so? Ich brauche doch keine Selbsthilfegruppe, mir geht's ja gut. Ich bin Sally Müller aus Berlin. Ich weiß seit meinem 10. Lebensjahr, dass ich ein Spenderkind bin. Willkommen auf meinem Kanal der Jetzt-Spende. Hey ihr Lieben, ich wollte einfach mal fragen, wo seid ihr da draußen eigentlich? Ich meine, es geistert ja so eine Zahl herum. Seit 2013 wird gesagt, dass ungefähr 100.000 Spenderkinder in Deutschland leben. Ja, aber seit 2013 ändert sich diese Zahl irgendwie nicht. Ich meine, das ist jetzt schon 7 Jahre her und es gibt immer mehr Samenbanken und Mediziner, die sich darauf spezialisieren. Es gibt mehr Aufklärung, was heißt, dass mehr Eltern, Wunscheltern sozusagen wissen, dass es diese Möglichkeit gibt überhaupt. Und ich denke, dass diese Zahl doch exponentiell sozusagen steigen dürfte. Ich meine, klar, wir haben auch im Verein schon mal gesagt, dass es nicht exponentiell ist, sondern wohl gleichbleibend. Aber irgendwie wundert mich das. Also ich gehe jedenfalls persönlich davon aus, dass es schon weit mehr Spenderkinder in Deutschland gibt als 100.000. Vielleicht sagen wir mal, es sind 110.000, keine Ahnung. Aber leider ist es ja tatsächlich immer noch so, dass nur ca. 5 bis 10% von ihrer Entstehung wissen. Also, wenn ihr dieses Video seht und denkt, ach, ich bin ja kein Spenderkind, oder wenn ihr euch das Video gar nicht erst anguckt, weil ihr denkt, ihr seid kein Spenderkind, vielleicht seid ihr es ja doch. Man weiß es ja nicht. Oder zumindest wissen es sehr viele Leute leider nicht. Also, wenn man jetzt diese 5 bis 10% abzieht, die es wissen, bleiben ja noch, also wenn wir jetzt sagen, es sind 110.000, sagen wir mal, dann bleiben ja immer noch 100.000 Spenderkinder da draußen übrig, die nichts davon wissen, dass sie ein Spenderkind sind. Also vielleicht seid ihr zufällig gerade auf dieses Video gestoßen, weil ihr euch komisch fühlt, weil ihr denkt, ihr seid irgendwie nicht richtig in eurer Familie oder ihr habt so einen Verdacht. Weil ich meine, die meisten hatten tatsächlich vorher schon so einen Verdacht, bevor es sich dann bestätigt hat. Ich sag euch, bitte macht einen DNA-Test. Nur so könnt ihr es rausfinden, wenn eure Eltern nicht ehrlich mit euch sind. Ich meine, ich höre so oft wieder, immer wieder höre ich, dass Spenderkinder wussten oder was geahnt haben und ihre Eltern mehrfach drauf angesprochen haben, gefragt haben, bin ich adoptiert oder gab es irgendwie eine Affäre oder was weiß ich. Viele denken ja, dass sie eine Affäre waren. Und die Eltern sind einfach nicht ehrlich. Selbst in Krankheitsgeschichten, selbst auf dem Sterbebett oder so sind die teilweise nicht ehrlich. Ich weiß nicht, warum das so schlimm ist, diese Wahrheit rauszusprechen. Oder viele Spenderkinder wissen inzwischen schon, dass sie Spenderkind sind, können aber damit nicht offen umgehen, weil die Eltern nicht wissen, dass sie es schon wissen. Oder weil die Mutter sagt, dass sie das ihrem Vater nicht sagen dürfen, was ich total absurd finde. Es macht mich so sauer, wenn Mütter sagen, sag's deinem Vater nicht. Weil ich meine, der Vater rennt sein Leben lang damit rum wahrscheinlich, dass er Angst hat, sein Kind irgendwie zu verlieren. Oder dass er Angst hat, dass sein Kind ihn nicht mehr lieben könnte, weil es erfährt, dass es nicht von ihm ist. Und das Kind weiß es, liebt ihn trotzdem nach wie vor. Und die Mutter verhindert, dass der Vater diese Beruhigung bekommt, was ihm eigentlich voll viel bedeutet. Die Mutter verhindert, dass der Vater erfährt, dass das Kind ihn abgöttisch liebt, egal ob es von ihm ist oder nicht. Warum? Warum? Warum verhindern die Mütter sowas? Ich verstehe es nicht. Naja, das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich will ich eigentlich nur wissen, wo seid ihr da draußen? Wenn ihr einen Verdacht habt, macht einen DNA-Test, meldet euch bei uns. Wir können euch auch helfen, damit umzugehen. Alleine der Austausch mit anderen Spenderkindern hilft teilweise sehr, auch wenn es euch überhaupt nicht interessiert. Ich meine, ich bin 2013 in den Verein gekommen und habe eigentlich gedacht, wer braucht so einen Scheiß? Wer braucht so eine Selbsthilfegruppe oder so? Ich brauche doch keine Selbsthilfegruppe, mir geht's ja gut. Ich habe ja kein Problem damit und so. Ja, aber es ist einfach trotzdem nett, miteinander sich auszutauschen, sich zu treffen, Leute kennenzulernen, die einfach den gleichen Hintergrund haben wie einer selbst. Und vielleicht gibt es ja sogar Halbgeschwister hier im Verein von euch.
Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall immer, sich bei uns zu melden und den Austausch zu suchen, auch wenn ihr damit kein emotionales Problem habt. Es wäre einfach toll, wenn man auch die Leute einfangen würde, die halt damit gut umgehen oder die sich nicht dafür interessieren, einfach um ein besseres Gesamtbild zu haben. Wie ist wirklich die Realität? Wie viele Leute suchen und wie viele Leute würde es interessieren, den Spender zu finden und wie viele nicht? Wenn wir jetzt nur ein Verein sind von Leuten, die suchen und Leute, die denen damit ein Problem haben oder Leute, die ihren Vater unbedingt finden wollen, dann gibt es ja ein total falsches Bild ab. Deswegen wäre es echt toll, wenn ihr davon wisst und wenn ihr euch nicht dafür interessiert, euch trotzdem zu melden, einfach damit wir wissen, wie ist die Lage wirklich? Wie sieht es aus da draußen? Wie viele Leute interessieren sich dafür? Deswegen, ich bitte euch, meldet euch, wenn ihr Verdacht habt, Spenderkind zu sein oder wenn ihr auch überhaupt kein Interesse daran habt. Redet einfach mit uns, erzählt euch uns eure Geschichte. Ich würde auch gerne ein Video mit euch zusammen machen. Auch wenn es euch nicht interessiert, auch wenn es nicht emotional ist, ist überhaupt kein Problem. Auch wenn ihr nicht im Verein sein wollt, ihr müsst auch keinen Vereinsbeitrag zahlen oder sowas. Der ist sowieso freiwillig und kostet 10 € im Jahr, aber freiwillig und anonym. Also es kriegt auch keiner mit, wer den bezahlt und wer nicht. Also wenn ihr irgendwie jetzt kein Vereinsmitglied sein wollt oder auch nicht ständig auf dem Laufenden gehalten werden wolltet oder sowas, trotzdem sagt einfach, hier bin ich, das ist meine Geschichte, es interessiert mich, es interessiert mich nicht, ich bin dann und dann aufgeklärt worden oder so. Einfach damit wir wissen, wer seid ihr da draußen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, also das ist jetzt einfach nur mal ein ganz kurzes Video zwischendurch. Einfach ein Aufruf an alle da draußen, die irgendwie einen Verdacht haben könnten oder an die, die es wissen, aber sich bis jetzt noch nicht wirklich dafür interessiert haben. Ja, meldet euch gerne bei uns. Wir wollen alles über euch wissen. Ansonsten, wenn ihr den Kanal verfolgt und ihr euch nicht melden wollt, ist auch okay. Ich hoffe, es gefällt euch wenigstens und ihr bleibt dran. Bis dann.